Meine lieben Wildlife-Barkhöfe, drei Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession in einem neuen Jahr. 2016 haben wir mittlerweile und ich habe jetzt lange nicht aufgenommen. Das hatte diverse Gründe, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt und jetzt bin ich aber wieder am Start und wir sind noch auf der Insel. Es war ja so, dass wir hier ein paar Paradoxien irgendwie hatten, sprich, dass wir da Sachen machen mussten oder machen müssen, die wir irgendwie eigentlich gar nicht wirklich hinkriegen. Aber... meine lieben Leute, ich habe von der guten Sansara am Zocken, ne? Sansara am Zocken, ne? Das ist ein Kanal, ne? Von der guten Sansara, ne? Das ist auch bei mir auf dem Channel verlinkt, also ne? Klickt da auf jeden Fall mal rein. Die macht auch tolle Wirtschaftssimulationen etc. Ne? Sansara am Zocken heißt das Ganze, ne? Das gute Kind, ne? Und das ist bei mir verlinkt, ihr müsst dann unbedingt mal reinschauen, ne? So, die hat mir jetzt ein paar richtig gute Tipps gegeben. Und zwar, es war ja so, dass wir diese Pflanzen, ne? Auf der Insel, wo wir gar nicht sind, wo wir auch nicht hinkommen, nicht verkaufen können. Und da hat sie mir einen guten Tipp, Trick, wie auch immer gesagt, gezeigt und den probieren wir heute auch auf jeden Fall mal aus. Denn es gibt doch die Möglichkeit, die Sachen zu verbimmeln. Die kannte ich bislang gar nicht und das werden wir auch auf jeden Fall mal antesten. Weiterhin hatte sie mir gesagt, dass hier die Bäume zu dicht stehen und dass darum teilweise die Elefanten nicht wirklich fressen konnten. Deswegen verkaufen wir das mal. Das heißt, wir dünnen das mal hier ein bisschen aus. So, hier den auch nochmal verkaufen. Okay, so könnte das aber funktionieren. Dann lassen wir das mal so. So, jetzt gucken wir uns erstmal ganz in Ruhe hier um. Ich bin jetzt lange nicht da gewesen, ne? Ich weiß, ne? Wir müssen als erstes, glaube ich, mal hier so ein bisschen... hier machen wir noch ein bisschen Gras. Moment, wo waren jetzt die Landschaften? Landschaften waren, glaube ich, hier, ne? Genau. Da haben wir jetzt mal so ein bisschen Gras drauf. So, wuppdiwappdi. So. Hier auch nochmal ein bisschen Gras und, aber was wir dringend brauchen, ist Savannengras, liebe Leute. Denn ihr wisst, die meisten Pflanzen hier, ne, brauchen Savannengras und das machen wir mal hier, ne. Machen wir hier großflächig Savannengras mit dem, wir haben jetzt hier durch, glaube ich, diese neuen Pflanzen, die wir hier klar gemacht haben, die sind, glaube ich, ziemlich cool für, hier, das versteppt immer alles, ne. Die sind, glaube ich, ziemlich cool für die Elefanten, dass die hier richtig geil was zu fressen haben, ne? So, Savannengras, es macht viel Spaß mit Savannengras. Und wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, dass wir hier unsere Pflanzen wieder so ein bisschen was auf Vordermann kriegen. Und, ne, das ist ja so bekannt, dass hier die meisten wohl richtig am Gras, am Savannengras am Abfeuern sind. Und deswegen machen wir Savannengras, Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. So. Das machen wir auch ziemlich großflächig, ne, dass hier, dass man vielleicht ein bisschen bleibt, ne, dass wir nicht dauernd nachpflanzen müssen. Guckt euch mal an, weil, jetzt guckt euch da mal die Versteppung hier an, das ist ja tragisch, das ist ja schrecklich, das ist ja, ne, So, müssen wir erstmal für das Grundgerüst sorgen. Gut, Sansara hatte mir auch gesagt, dass sie die einzelnen, in Anführungsstrichen, Gehegen abgetrennt hat durch diese Kratzdinger. Das hatte ich ja auch schon versucht, aber das ist hier, glaube ich, zu großflächig. Irgendwie, beziehungsweise das reicht nicht vom Platz her. Wir müssen mal gucken, also dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass die... oh Gott, ihr braucht dringend Savannengras. Ne, dass die... so, hier den Schlamm lassen wir mal. Dass die... Savannengras... dass die, wir müssen mal gucken, wie das mit den Tieren hinterher aussieht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Pflanzen auf 100% kriegen. Das geht natürlich nur zu bestimmten Jahreszeiten, ne? Denn wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, weiß gar nicht mal, wie das ist schon länger her, ob jetzt Winter oder Frühling oder was, wenn da irgendwie eine Jahreszeit am Start ist, da sind die per se schlecht drauf. Da können wir nicht viel gegen machen. Aber wir können was mittlerweile dagegen machen, oder hoffe ich zumindest, das probieren wir dann auf jeden Fall gleich. Hier sind unsere Erdmännchen, genau, die zweiten Erdmännchen, die Original-Erdmännchen sind ja hier. Machen wir auch lecker Savannengras. So, hier alles voller Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. So. Waren wir jetzt schon einmal rum? Hier waren wir. Hier waren wir, glaube ich, auch. So, hier machen wir noch ein bisschen mehr. So, Zimtsam haben wir hier auch. Weil die meisten, ne, pardon, die meisten Tiere stehen ja auch auf Savannengras. Ne? So, hier hatten wir, glaube ich, hatten wir hier auch schon. Hier mal hier noch ein bisschen. Okay, so. Okay, so, das müsste jetzt erstmal soweit an für sich okay sein. Machen hier auch nochmal Savannengras. Hier richtig großflächig Savannengras. Viel Spaß mit Savannengras. Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt einmal rum. Ne, hier waren wir noch nicht. Moment, hier waren wir noch nicht. Dass die beiden Freunde hier auch gut drauf sind. Ne? So, Savannengras. Tralala. So, haben wir jetzt alle Pflanzen? Ich glaube, hier waren wir auch schon.
Ja, hier waren wir auch schon. Hier machen wir dann da noch ein bisschen zu. Sagen wir hier noch mal ein bisschen. Ne, weil das versteppt ja doch, ne? Das ist ja so, dass das hier irgendwie echt am Versteppen fängt, ne? Wie der Mann aus dem Pott sagen würde, ne? Das fängt an Versteppen. Und Versteppung ist hier scheiße, weil dann sind die am Abnehmen. Wenn die am Abnehmen... Oh, hier nochmal richtig so. So. Okay. So. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier wieder raus und gehe mal auf Play direkt. Flumm. So, dann gucken wir uns mal an, wie die Leute jetzt hier so drauf sind. Unsere Tiere sind bei... Ja, das Problem, wir müssen die echt auf 100% kriegen. Ne? Und, oh, habe ich das hier echt vergessen mit Savannengras? Das darf doch nicht wahr sein. Moment, hier Savannengras. Konnte ich dich denn vergessen? Okay, Moment, was haben wir da jetzt hier? Gazellen hat Nachwuchs, okay. Den ist jetzt zu kalt. Gut, in der Kälte kann ich nicht viel machen, weil, ne, ist, wahrscheinlich hier April ist wahrscheinlich Winter bei denen, ne? Da sind so alle gelegentlich ein bisschen an Abmemmen und ich darf ja keine Heizgeräte kaufen. Na, aber unsere Pflanzen sind jetzt ganz gut drauf, auch wenn das hier noch nicht angezeigt wird. Aber aktuell finde ich, sehe ich keinen, der sich beschweren tut. Ne? So, und jetzt, pardon. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, was ist mit den Pflanzen? Ne? Wir gucken jetzt mal hier auf die Pflanzen. Nein, was habe ich gemacht? So. Das ist jetzt wahrscheinlich einer, ne, der ist auf der anderen Insel. Und jetzt hat er sogar hier irgendwo verkaufen. Ich glaube, jetzt hier können wir auch alle Pflanzen, ne, dann verkaufen wahrscheinlich auch unsere eigenen diese Pflanze. Ja. So, und, ne, Sansara, vielen, vielen Dank, das funktioniert. Wir werden jetzt alle, ja, genau, da kann ich jetzt immer nicht drauf gucken. Wir werden jetzt alle Pflanzen verkaufen, die jetzt hier voll was am Abmemmen sind. Ne, und die nicht auf unserer Insel sind. Jo. Ne, weil das ist, jo. Jo. So, müssen wir machen, ne? Denn wir wissen, auf diese Insel kommen wir nicht hin. Ne? Da haben wir auch keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, was eigentlich ziemlich unfair ist. Ne? Also, ne? Ich bin ja schon ein alter Hase, aber diese Option, die kannte ich noch nicht. Ne? Beziehungsweise habe ich auch so noch nicht genutzt. Ne? Wir ballern das jetzt alles weg, flummdi-dummdi. So, und jetzt sind erstmal alle Pflanzen soweit zufrieden. Guckt euch das an, 98,9%. So hoch waren wir, glaube ich, in den letzten 100 Jahren noch nicht, aber dafür sind jetzt unsere Tiere ein bisschen... Ich bin ganz aufgeregt. Sansara, vielen, vielen Dank, ich bin ganz aufgeregt, das ist ja unglaublich. Es ist 100%. Schaut euch das an, wir haben noch nie im Leben, wir sind 100%. Wir haben 100% bei den Pflanzen. Wie geil ist denn ditte? Du willst mehr Pflanzen? Ja, okay, das kann ich, das ist einzusehen. 100%. Wir haben 100% bei den Pflanzen. Guckt euch das an. Gut, die Tiere sind natürlich jetzt hier entsprechend ein bisschen. Müssen wir ganz kurz mal gucken. Mehr Artgenossen. So, wupp, tschüss. Ne? Gegen Frieren kann ich nichts machen, Freunde. Das ist, ne, der Thermometer. Das kann ich leider nicht abstellen. Ich würde ja gerne. Ne? Aber ich darf ja keine Heizgeräte kaufen. Insofern. Du willst spielen. Was willst denn du spielen, Kollege? Ein bisschen Schlamm. Was ist hier Schlamm? Haben wir ja. Okay, ich glaube, den Schlamm, die Pfütze müssen wir mal ein bisschen größer machen. Moment, hier, wo war das Schlamm? Schlamm. Hier, dann Schlamm mal richtig rum, Freunde. Ne? Eine richtig große, schlimme Schlammerei. Ne? Das ist eine prima Sache. Ja, noch ein bisschen Schlamm. So. So. Ja, super. So, also es ist April. Ne? Die Tiere sind alle was am... Was machst denn du hier? Kind, was machst denn du bei den Elefanten? Der Boden ist mir zu weich. Ja, das tut mir leid für dich, mein Kind. Ne? Zu den Elefanten gehörst du im Moment noch nicht, ne? Vielleicht im nächsten Leben. So, mal ganz kurz schauen. Okay, es ist April. Ich kann natürlich jetzt entsprechend nur erstmal beobachten, wie du hast Hunger. Ich möchte Blätter fressen. Mhm. Ja. Das ist... Kameldorn. 10. Können wir denn hier nochmal... Ach Gott, oh Gott, jetzt geht das Gesuche wieder los, Freunde. Orangenbaum, Köcherbaum, bla. Hördelde. Geschlechtsreif, ja, super. Fächerpalme, Farn, niedriger. Farnbaum, Blatt der Reisenden. Aha. So, Dattelpalme, Kameldornbaum. Pass mal auf, dann ballern wir hier nochmal ein paar hin. So, ein bisschen so in, wie soll ich sagen, in sicherer Entfernung. Hördelde. Knuku hat Nachwuchs bekommen. So, sag mal, Herr Erdmännchen, was machst du hier, Kollege? Du hast ja gar nichts verloren, ne? Wir müssen jetzt dazu sehen, dass wir halt... Kannst du die fressen, Kollege? Jetzt zeig mir, dass du das fressen kannst. Hallo? Dem geht's nicht gut. Blätter fressen. Blätter. Pass mal auf, Kollege.
Ich trage dich mal hier hin bei deine Kollegen. Wo sind deine Kollegen hier? Und da kannst du dann auch Blätter fressen. Ne? Weil hier haben wir extra diese Dinge angebaut. Was war das noch? Das war ein großer Papyrus. So, pass mal auf. Chris hat hin, Kollege. Es ist recht kühl hier, ja. Komm, jetzt zeig mir, dass du Blätter frisst. Gut, von dem großen Papyrus, da würde ich sagen, da holen wir uns noch ein paar. Moment. War das hier? Niedriger. Lala. 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 So, war das hier? Fahren. Ich glaube, das war hier unten irgendwo, ne? Wo war denn das denn? Da, großer Papyrus. Da setzen wir noch ein paar hin. Zim. Zam. Zim, Sam, Zim. Na, weil das ist eine ziemlich coole Sache. Da können relativ viele Tiere und auch echt problemlos fressen. So, hier, Zim. So, Kleiner, du musstest auch hier mal was fressen. Frische Blätter, da, Alter, alles voll Blätter. Jetzt geh mal hin und hau dir ein paar Schädel, Kollege. Chris hat jetzt hin. Komm hier, selbst die Kleinen kriegen das hin. Da musst du das auch hinkriegen. Ja, die fressen aber richtig gut alle, ne? Ich glaube, die fressen richtig gut alle. Komm, jetzt zeig mir, dass du das kannst, Kollege. Du bist ein großes, erwachsenes Mamatier, ne? Die Gräser schmecken richtig gut. Er will Blätter fressen. Ja, gut, okay. Aber erstmal Gräser. Zumindest hast du keinen. Aber wo stell dir. Moment, ich guck mal ganz kurz. Köcherbaum, okay. Ja, gut, die Pflanzen memmen jetzt gerade wieder ein bisschen, aber das macht aber nichts. Das ist Mai, den ist immer noch zu kalt. Alright. Alright, alright, okay. Mai, mal gucken, was im Juni, Juli am Start ist, ne? Okay. Was war? Gazellen ist schwanger. So, was mal, was ist hier mit den Tieren? Gnuku? Okay, du willst Blätter fressen? Sind das denn hier Blätter? Sind das, die wollen alle Blätter fressen, aber was kann ich denn mal für Blätter da hinstellen? Moment, dass ihr auch Blätter fressen könnt. So, warte mal, das war niedrige Fensterblätter. Was braucht ihr für einen Boden, Freunde? Ganz kurz mal gucken. Erdreich, ah ja, das waren die. Okay, pass mal auf, dann machen wir hier mal eine Portion Erdreich. Ist das Erdreich? Erdreich. Wir machen mal hier eine Portion Erdreich hin. So. So, was war hier? Nachwuchs, okay. So, Bepflanzung. Wo war das jetzt? Verdammt, war das hier bei Dings der Bumser? Genau, die Fensterblätter. Dann setzen wir die mal hier hin. Das ist zwar ein bisschen scheiße, aber die brauchen das. Ne? Und das fressen die halt echt sehr gerne, das Zeug. Und insofern gucken wir mal, ob sie das irgendwie, ne? Hier, ne? Kannst du das mal testen? Schmeckt das irgendwie? Guck mal, es ist recht kühl. Ja, das kann ich leider nicht ändern, Kleiner. Aber. Okay, da kommen sie jetzt alle an, ne? Könnt ihr hier Blätter fressen, Freunde? Jetzt sag mal. Darf ich mal ganz kurz gucken. Könnt ihr hier Blätter fressen? Kollege, ich möchte frische Blätter fressen. Ja, läuft's genau durch. Ah, okay. Das sind echt Blätter, die fressen. Geil. Cool. Das heißt... Ja, guck mal, hier Ratzekatz weggeputzt, ey. Okay, dann müssen wir da noch mal ein bisschen was von machen. Ein bisschen... Erdreichchen, Zim, Zam, Zim, Zam. So, nicht zu nah. Oh, scheiße, ich hoffe, das war nicht zu nah. Und dann wuppdiwappdi. War das das? Ja. Dann setzen wir hier wieder ein paar hin. Mal ein bisschen auseinander, ne? Lass du da noch gut durchkommen tun, ne? Tun die Handwerker, das wisst ihr, Freunde, ne? So. Okay, wie gesagt, gegen die Temperatur kann ich nicht mehr. Wie sind die Pflanzen jetzt wieder am Abnehmen? Sind hier wieder versteppt oder was? Gazellenmenge zu erfrieren. Ja, toll. Freunde, kann ich nichts dran machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Mai. Ja, ich kann aber an der Erfrierung kann ich hier nichts machen, Freunde. Ich habe keine Möglichkeit Heizstrahl. Ich darf keine Heizstrahler bauen. Nachwuchs bekommen, okay. So, okay. Jetzt ist es dem wieder zu trocken, ne? Was ist hier mit euch? Was wollt ihr Boden? Ihr wollt außer Wannengas, ne? Genau, aber wieso? Ich hab doch das... Das sieht aber noch gut aus, Freunde, oder nicht?
Savannengras sieht aber noch gut aus. Das verstehe ich nicht. Gut, die Truppen gehen weg. Aber einerseits, also ne, droht zu erfrieren. Ja, Freunde, kann ich leider nicht ändern. Also einerseits zu kalt, andererseits zu trocken, das verstehe ich. Ich verstehe das nicht. Das ist eine echt komische Kampagne, liebe Leute. Das hatten wir ja schon des Öfteren festgestellt. Aber die haben doch hier alle noch super Savannengras. Wieso kackt die alle ab? Freunde, könnt ihr mir das erklären? So, Gnuku Nachwuchs. Super. So. Okay, wir haben jetzt Juni. Jetzt gleich sind sie am Abmänner, dass es zu heiß ist. Also recht machen kannst du denen halt auch nicht. Aber das finde ich ein bisschen albern, dass man hier nicht zumindest ein paar Heizstrahler hinstellen kann. Jetzt schon wieder Savannengras versteppt, ne, veräppt, ne, das ist unglaublich. Das hat aber so schnell versteppt, ne, das finde ich echt eine ziemlich heftige Sache. Ja, droht zu erfrieren, Freunde. Kann ich nichts für, kann ich nichts dran machen. Ne? Ist leider so. Ne? Wenn ihr erfrieren müsst, Freunde, müsst ihr erfrieren. Ich darf keine Heizgeräte hier hinballern. Ne? Ey, aber dass das so krass versteppt in 2 Monaten, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Ne? Ich meine, gut, jetzt kümmern wir uns aktuell drum. Die wollen ja hier was wieder aufbauen. Wie soll denn der Wiederaufbau, beziehungsweise wie sollen denn die Tiere überleben, wenn hier keine Sau mehr ist, der sich so, ne, gut wie wir drum kümmern, ne? Das kannst du doch komplett vergessen, Freunde. Wie soll das gehen? Also, das ist alles ein bisschen paradox hier, ne? Das ist, ne? Paradox, paradox. Ich bin hier nur am Savannengras am Streuen. Das ist ja wohl unglaublich hier. So, die brauchen wir, glaube ich. Das waren auch mit in unsere Aufgabe drin, diese Pflanzen, ne? So, hier. Boah, guck euch das mal an. Wohin verschwindet denn das Ganze? Also, Versteppung ist ja gut, aber Versteppung braucht ja doch, denke ich, immer mal ein bisschen, ne? Und jetzt, guckt jetzt alles schon wieder weg. Sag mal, Freunde, ich bin hier kein Streumeister. Das ist ja unglaublich. Das ist ja schlimmer als... Ey, gerade gestreut, schon wieder weg. Wollte... Oh, ich habe, glaube ich, hier... Fuck, ich habe, glaube ich, die... Moment, da müssen wir noch ein bisschen Erdreich reinmachen, sonst funktioniert das nicht. So, Juni, immer noch zu kalt. Droht zu erfrieren. Ja, pass mal auf. Das Einzige, was ich machen kann, Süße, ich kann nicht verkaufen. Ja, hier, tschüss. Ne, dann geht's dahin, wo es wärmer ist. Aber ich weiß auch nicht genau. Hier ist schon wieder alles voll versteppt. Ne? Was ist also das? Tut mir leid, Freunde, das blicke ich nicht. Ich meine, Versteppung, ne? Im Winter. Ne? Hier ist ja irgendwie, scheint ja wohl Winter zu sein. Und wenn... Droht zu erfrieren. Verdammte Kacke. Knuckuckalb. Da gehst du nicht im Wasser, hör mal, ne? Dann bist du auch nicht am Erfrieren, Zim. Aber bevor die mir jetzt hier verrecken, Freunde, ne? Das ist halt... Echt, das habe ich doch gerade hier... Das... Ihr wollt aber Savannengras, ist schon richtig, ne? Savannengras, sie wollen alle nur Savannengras. Okay, aber liebe Leute, da, ne? Das ist... Wenn ich hier nur am Streuen bin, das ist ja letztendlich auch ein bisschen was langweilig, ne? So, die Tiere sind auf 55% runter. Ja, gut, da kannst du natürlich nur... Ey, Freunde, habe ich denn hier nicht gerade... Ja, zu erfrieren. Ja, Freunde, dann erfriert oder lasst es bleiben. Aber holt mir jetzt hier nicht dauernd die Ohren voll. Ich kann es nicht ändern. Ich bin hier nur was am Savannengras am Streuen. Savannengras. Savannengras. Die Pflanzen sind zumindest jetzt auf 90%. Ey, gib doch zu, dass das ein bisschen albern ist, ne? Ist ein bisschen albern. So, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Ne, weil sonst sind die Dinger hier am Abrammeln. So, meine Leute, müssen wir mal gucken, wie das in der nächsten Folge weiter am Gehen tun ist, ne? Das ist hier gut am Plümpsen, ne? Alles ist am Kalt, am Frieren, am Jammern, ne? Wir haben jetzt Juni. Und, boah, ey, ich kann mit so schnell wie das hier veräppt, komm ich gar nicht hinterher, Freunde. Endlich mal wieder eine gute Nachricht. Ödelde, was war denn? Na, genug guten Nachwuchs, okay. Savannengras. Meine lieben Leute, dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Sansara, nochmal vielen Dank an dich. Das mit den Pflanzen hätten wir jetzt halbwegs gelöst. Jetzt sind nur halt die widrigen Umstände hier, ne?
die aber ganz normal sind, ne? Da müssen wir halt sowieso gegen ankämpfen, ne? Die Temperaturen können wir auch nicht verhindern und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen machen, Freunde. Also noch gebe ich das Ding hier nicht auf. Sansara hat auch gesagt, dass man das schaffen kann. Also insofern, ne, denke ich mal, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen hier verweilen müssen, ne? Aber wenn es mir, also ich bin ehrlich, wenn es mir irgendwann echt zu dumm wird, dass ich hier nur noch den Streuonkel mache, wie jetzt hier zum Beispiel, da nochmal ein bisschen Savannengras, ne, wobei ich das in der Folge, glaube ich, schon 36.000 Mal gemacht habe, dann müssen wir mal... Okay, machen wir hier auch nochmal. Zim, Savannengras. Ey, aber so schnell kann man gar nicht nachstreuen, wie das hier verreckt, ne? Das ist ja unglaublich. Guckt euch das mal an, den Scheiß hier. Das ist halt nicht nachhaltig, das Zeug. Das ist relativ schnell wieder verbraucht, ne? Flum, dum, dum, dum. So, liebe Leute, ne? In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Speakin. 45 Inselbewohner.